So, was haben wir für Signal? Wir haben nur die Signalbrücken. Wir könnten hier von mir aus gerne die Signalbrücke verbauen. Jedoch fehlt mir der Mast. Toll. Super. Ich mache einen kurzen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, damit melde ich mich zurück. Man sollte natürlich die Signalbrücken erstmal installieren als Mod. Das wäre natürlich sehr hilfreich. Ach ja, sehr schön. So, das machen wir einmal so und das andere setzen wir dann dahin. Dann brauchen wir eine Dreier-Signalbrücke. So, hier brauchen wir nochmal eine Zweier. Wird jetzt halt alles mit Signalbrücken gebaut, weil ich habe mir gerade überlegt, die HV69-Signale um zu scripten, also sozusagen, dass die länger verfügbar sind, denn sie sind gerade mal von 1969 bis 1984 verfügbar und das ist dann doch schon, ja, muss ich sagen, recht kurz und, ja, aber das sind ja so viele Dateien, man müsste jede einzelne MDL umschreiben und das ist mir jetzt so vor der Aufnahme einfach zu viel. Und dann bauen wir hier einfach mal ein bisschen mit den Signalbrücken. Ist ja im Grunde auch nicht schlecht. So, wir könnten auch... Moment. Achso, die kriegt man nicht mehr weg. Zumindest weiß ich nicht wie. Ja gut, also platziert ist platziert. Moment, hier ist 80. Hier ebenfalls und hier ebenfalls. So, machen wir mal diese Ausfahrt. Wird im Grunde nicht arg viel anders aussehen. Im Grunde wird die genau gleich aussehen. Wir haben hier ein Stückchen. Ja, wir machen hier mal ein längeres Stückchen gerade, würde ich mal sagen. Halt, hier ist auch 100. So sieht es dann im Grunde aus. Dann machen wir hier wieder unsere 80. Oh, ich glaube, das wird diesmal nicht ganz reichen. Nein. Oh, 79. Oh, ich habe nichts gesagt. So, machen wir wieder ein Schild. Und ab hier ist dann... Gut, da haben wir es nicht weiter. Machen wir nur 120. Halt, ab hier bitte. Dankeschön. Also ab hier ist dann 120. So, das Gleis noch.
wie gesagt, arg viel anders wie auf der anderen Seite sieht es ja nicht aus. Wir haben hier eine Kollision. Okay, bekommen wir hier die 80 rein? Oh ja, tatsächlich. Na gut. So, dann bauen wir unsere Signalbrücken. Hier reicht im Grunde jetzt ein Zweier. Oh, das müssen wir noch ein bisschen angleichen. Das mag ich ja überhaupt gar nicht. Deshalb, ich muss das sagen, ich kann auch aus so manchen Gründen, ja, die mir so langsam auch, sag ich mal, ans Herz gewachsen sind oder die einfach, die ich hier einfach schon so mache, wie gerade hier das Angleichen vom Terrain, und deshalb finde ich es immer schwer, besser gesagt, kann ich deshalb wenig Videos zu Transportfieber schauen, denn wirklich die wenigsten gleichen dann zum Beispiel das Terrain an, ja, oder lassen, würden dann hier hinten diese Spalte zwischen den Gleisen lassen. Und da graust es mir einfach, und vielleicht ist auch das ein Grund, wieso ich eher weniger Transportfieber Videos schauen kann. Vielleicht liegt es einfach daran. Weil so selber anschauen würde ich ja dann doch schon gerne, wie die anderen das zum Beispiel basteln, aber wenn ich da nur einen sehe, der das so lässt, dann ich kann da schon gar nicht mehr zuschauen. Das geht einfach nicht. Ja gut. Gut, hier ist er dann im Grunde auch 80. Hier nicht. Gut, aber das Schild muss er dann trotzdem hin. Gut. Dann könnten wir hier auf der anderen Seite das gleich nutzen für die Vorsignale. Normalerweise wären ja das Vorsignal Wiederholer, aber die gibt es leider nicht als Signalbrücke. Leider. Das sieht ein bisschen blöd aus. Dann setzen wir nur eins dahin. So. Und dann könnten wir im Grunde auch hier unsere Straße durchführen lassen. Wo ich aber schon mal sagen kann, dass die nicht sehr oft auf sein wird. Denn hier wird ein bisschen Verkehr sein. Das heißt, die Autofahrer müssen viel Geduld mitbringen. Zack, zack, zack. Wunderbar. So, und falls ihr es auch schon gemerkt habt, es gibt nun andere Sendezeiten von Transportfieber. Und zwar ab sofort dienstags, donnerstags und samstags. Das heißt, wir weichen ein wenig davon ab, wie es vorher war. Aber ich hoffe, das stört die wenigsten.
Oder wird die wenigstens stören? So. Bauen wir halt überall ein paar Signalbrücken ein. Machen wir einmal so und auf der anderen Seite müssen wir die Einfahrsignale hinmachen. So, das zeigt dann im Grunde das hier. Wunderbar. So, jetzt brauchen wir hier einen Bahnhof. Und dann möchte ich auch noch hier anbinden. Oh, das wird schwer. Das wird sehr schwer. Ich glaube, wir gehen erstmal in diese Richtung. So, würde ich einfach mal sagen, wir gehen hier den kleinen Hügel hier entlang. Und enden dann hier unten in einem Kopf, nicht in einem Kopfbahnhof, bitte, in einem normalen Bahnhof. Denn da geht's, das soll's nachher noch weitergehen. So, welchen bekommst du denn? Bekommst du den? Viergleisig? 160. Ist okay. So, dann setzen wir ganz tief hier rein. Am besten hier irgendwie so. Ja, sehr schön. Oh, wir müssen die noch umbenennen. Nein, das ist natürlich nicht Abzweig, sondern Güterbahnhof. So, hier müssen wir uns was überlegen für den Güterbahnhof. Und da hätte ich ja am liebsten würde ich ja da meine Flying Junctions verwenden. Und würden irgendwie, ich habe gerade eine krasse Idee. Oh je. So, wir nehmen mal 42 Meter, total gekrümmt. Na, vielleicht doch nicht. Oder vielleicht doch total. Okay, das ist ein Weg. Halt, das ist falsch. 280? Nein, 240. Dass wir den irgendwo hier reinbauen. Wieso?
Und dann hier hinten mit einer Flying Junction arbeiten. Das wäre natürlich die Idee. So, machen wir mal 80 und 80. Bekommen wir eine X-Weiche. Was passiert, wenn ich jetzt versuche, das da anzuschließen? Brauchst du mir hier wieder so einen blöden Übergang hin? Das war mein Ventilator. Pff. Warum fällt er denn jetzt runter? Macht auch keinen Sinn. Na gut. So, da können wir ja noch eine richtig schöne ländliche Strecke draus bauen. So, aber als erstes kommen natürlich wieder unsere Signalbrücken an den Start. Das heißt, ich muss zwischendrin auch überall die Signalbrücken bauen. Mäh. Von mir aus. Gut, hier ist 80. Zack, 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 wo ist hier? So, hier brauchen wir den Bahnhofsausfahrsignal. Mit 80. Sehr gut, ist dazwischen drin das lass mal noch weg. Hey Spiel, was machst du denn da schon wieder? Grauenhaft, grauenhaft, was Transportfieber da macht. Wirklich. Hallo? Warum? Haben die das geändert? Warum geht er so beschissen nach unten? Was ist das denn? Warum haben die das geändert? Hallo? Och, Urban Games. Ach ja, ernst? Boah, das sieht ja so furchtbar. Warum?